Empoleon ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Stahl, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung von Plyprin, welche sich wiederum aus dem Starter-Pokémon Plinfa entwickelt. Empoleon ist ein großes, pinguinähnliches Pokémon. Sein Körper ist hauptsächlich blau-schwarz, allerdings sind seine Flügel blau umrandet. Auf diesen sind zudem jeweils drei kleine goldene Spitzen zu finden. Neben seinen beiden Flügeln besitzt es einige wenige auffällige Fortsätze auf Bauch und Rücken, die die gleiche Farbe besitzen. Die größere am Bauch trennt zudem den Kopf vom Körper. Des Weiteren findet sich auf seinem Bauch ein jackettartiges Muster. Sein Schnabel erweitert sich in einem Dreizack, der fast sein ganzes Gesicht bedeckt. Dahinter sind schlitzartige blaue Augen zu erkennen. Seine Beine sind kurz und kräftig und enden in drei zähen großen Füßen. Am Rücken sind zwei goldene Spitzen zu erkennen und in seiner Shiny-Form nehmen sein Bauch und die vordere Hälfte seiner Flügel eine mittelblaue Farbe an, während deren Umrandung und die Fortsätze ebenfalls etwas heller sind. Empoleon lernt durch Levelaufstieg Attacken verschiedener Kategorien, die meistens den Typen Normal und Wasser angehören. Interessant ist, dass Empoleon durch Levelaufstieg nur eine Stahlattacke, nämlich Metallklaue, erlernen kann. Auch durch technische Maschinen kann es nur zwei weitere Attacken dieses Typs erlernen. Und wie alle Wasser-Starter-Pokémon ist es mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Attacke Wassersäulen zu erlernen. Zusätzlich kann es als vollentwickelter Wasserstarter mit genügend Zuneigung die Aqua-Hobbits von einem Attackenlehrer erlernen. Seine Fähigkeit ist Sturzbach, welcher die Standardfähigkeit aller Starter-Pokémon des Typs Wasser ist. Besitzt ein Pokémon mit Sturzbach nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke von Wasserattacken um 50%. Werden Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Seine versteckte Fähigkeit ist der Siegeswille, der seinen Angriff um 2 Stufen anhebt, wenn ein beliebter Statuswert des Pinguins durch ein gegnerisches Pokémon gesenkt wird. Durch seine als weiterentwickeltes Starter-Pokémon erschaffene Rolle ist es in den Spielen der Hauptreihe nur durch Entwicklung erhältlich. In Spin-Offs ist Empoleon in Eis- und Wassergebieten anzutreffen. Die drei Hörner, die aus seinem Schnabel wachsen, stehen für Kraft. Ein Anführer hat die größten Hörner, die anderen folgen mit etwas kleineren Hörnern. Es schwimmt so schnell wie ein Rennboot. Seine Flügel haben scharfe Seiten und können Packeis schneiden. Und würde jemand seine Ehre verletzen, so würde es mit Flügeln angreifen, die Eis zerschneiden können. Es scheut unnötige Kämpfe, ist jedoch die Sicherheit der Gruppe in Gefahr, sind Empoleon unerbittlich. Dabei ist Empoleon die Weiterentwicklung von Plinfa und Plyprin und damit die Endentwicklung der Entwicklungsreihe. Durch die Entwicklung wird aus einem Plinfa, einem kleinen Baby-Pinguin, ein großer und kräftiger, voll ausgewachsener Pinguin. Weiterhin wird sein Kopf in jeder Entwicklungsstufe markanter. So bilden sich bei Plyprin gegenüber Plinfa zwei ringförmige Auswüchse am Kopf, die sich bei Empoleon zu einem Dreizack weiterentwickeln. Außerdem scheinen auch die Flügel bei jeder Entwicklung härter zu werden. Und die Entwicklung wird von Plinfa zu Plyprin auf Level 16 ausgelöst und von Plyprin zu Empoleon auf Level 36. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Stahl- und Eisattacken, halben Schaden gegen Normal, Flug, Gestein, Käfer, Wasser, Psychodrachen und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Boden und Elektroattacken und normalen Schaden an Geist, Feuer, Pflanzen und Unlicht. Ausnahme ist Generation 4 bis 5, denn dort machen Geist und Unlicht nur halben Schaden und erst ab Generation 6 machen sie dann normalen Schaden.